In diesem Video zeige ich dir, warum du deine Schuhe mit einer Bananenschale abreiben solltest. Denn wenn du Lederschuhe hast oder richtige Lackschuhe, dann kannst du diese mit der Bananenschale einmal richtig schön aufpolieren und bekommst sogar kleinere Kratzer wieder heraus. Und danach glänzen die Schuhe dann wieder richtig schön wie neu. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt hier einmal. Als erstes solltest du die Schuhe mit einem feuchten Lappen einmal grob abwischen, sodass wirklich größere Verschmutzung bzw. Sand etc. einmal von den Schuhen entfernt ist. Danach nimmst du dann eine ganz normale Bananenschale, wo du die Banane frisch gegessen hast, und reibst jetzt mit der Innenseite der Schale über deinen Schuh. Hier kannst du einfach überall einmal drüber wischen, so wie ich das hier im Video gerade mache, sodass du wirklich alle Stellen damit einmal abgewischt hast. Nach einer kurzen Zeit kannst du dann noch eine andere Stelle der Banane nehmen, da die, mit der du jetzt reibst, dann irgendwann auch abgerieben ist. Das heißt, so gehst du dann immer weiter und kannst auch die komplette Bananenschale hierfür wirklich nutzen. Im Prinzip kannst du dir so eine Schuhcreme sparen, denn alles, was du wirklich brauchst, um die Schuhe hier zu pflegen, findest du auch in der Bananenschale und du musst diese eben nicht einfach wegschmeißen, sondern kannst sie so noch etwas weiter benutzen für eben andere Zwecke. Danach hast du jetzt allerdings ein paar Bananenfasern überall auf deinem Schuh kleben, so wie du es hier sehen kannst. Je nachdem, wie viele Ecken und Kanten der Schuh hat, ist es natürlich auch etwas mehr oder etwas weniger. Die musst du danach einmal abwischen. Doch davor lassen wir das Ganze einmal ungefähr 15 Minuten einwirken und dann nehmen wir eben einen feuchten Lappen, wischen noch einmal überall drüber. So bekommst du dann auch die ganzen kleineren Faserstücken der Banane wieder ab. Das ist auch wirklich nicht schwer, also es ist jetzt nicht so, dass sie hier fest im Schuh hängen, sondern du kannst sie ganz einfach so wieder abwischen. Und danach kann man dann wohl schon deutlich sehen, dass der Schuh wirklich viel, viel besser aussieht. Er sieht aus wie frisch poliert, es glänzt wieder richtig schön und das haben wir alles der Bananenschale zu verdanken. Ich habe jetzt einmal nur diesen einen Schuh gemacht und wenn wir dann mal den zweiten davon im Vergleich sehen, dann kannst du hier, denke ich, auch deutlich sehen, wie groß der Unterschied doch wirklich ist. Natürlich ist der obere Schuh jetzt auch noch etwas schmutzig, aber man sieht schon, dass der untere deutlich mehr glänzt und das haben wir der Bananenschale zu verdanken. Deshalb solltest du dies auch auf jeden Fall einmal ausprobieren, wenn du das nächste Mal eine Banane isst. Wenn dir dieser kleine Trick gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob du deine Schuhe auch schon mal mit einer Bananenschale abgerieben hast. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.